Hallo, willkommen zurück hier auf dem Megaschweineprojekt auf der nordfriesischen Marsch Vierfachmap. Ja, unser Deutz ist hier immer noch fleißig am Mais ansehen, ist da aber, denke ich mal, jetzt bald fertig. Und wir kümmern uns in der Zwischenzeit hier mit dem Fendt. Wir haben da ja gerade Raps verkauft in der letzten Folge und sind jetzt ja da finanziell dadurch eine ganze Ecke besser aufgestellt. So. Dann fahren wir mit dem einmal zurück und werden auch jetzt ein bisschen investieren. Und zwar brauchen wir einfach, um Transporte einfacher zu machen, einen Flachbettanhänger. Den holen wir uns jetzt gleich. Da bringen wir erstmal jetzt den Abschiebewagen zurück zum Hof. Und dann holen wir uns beim Händler den Flachbettanhänger. Weil da können wir einfach die Paletten wesentlich einfacher durch die Gegend gondeln. Gerade wenn es dann mal ein paar mehr sind. Gerade jetzt müssen wir ja zum Beispiel Leerpaletten rüber zur Zellstofffabrik bringen, damit wir da Karton und Papier erzeugen. So. Uah. Upsa. Das war ein bisschen schnell um die Kurve. Ja, und auch eben zum Beispiel Bretterpaletten vom Sägewerk wegzufahren. Zur Palettenproduktion oder so, müssen wir dann nicht mehr mit dem Frontlader und der Palettengabel machen, sondern können das dann eben alles mit dem Anhänger wesentlich einfacher hinbekommen. So, dann mache ich hier schon mal den Kurs vom Hof zum Sägewerk, weil da muss der gleich hin. So, dann holen wir hier aus dem Fliegelpack die Tandem-Geschichte. Den machen wir schwarz. Er kriegt Universal Autoload. Das können wir Standard lassen. Abstreifkante brauchen wir nicht. Material lassen wir. Kotflügel brauchen wir nicht, Unterfahrschutz, ne, brauchen wir alles nicht, einfach so kaufen. Jo, da steht er schon. Und dann, dann darf der nämlich gleich runter zum Holzbereich fahren. Transport gestellt werden. Ja, und während der runterfährt, können wir dann, denke ich mal, schon uns um den Deutz kümmern und den umsetzen auf das Feld Nummer 20. So, da ist unsere Route. So, passt doch wunderbar. Der ist genau unten am Ende angelangt und hat damit seine erste Mammutaufgabe erledigt. So. Dann kriegt der jetzt erst noch mal Saatgut und Dünger reingeballert.
und dann darf er genau hier Zuckerrüben ansehen. Die brauchen wir für unser Schweinefutter. Saatgut ist drin. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Dünger ab. Und wir werden bald anfangen können, unseren ersten Dünger auch selbst zu produzieren. Und dann dementsprechend auch das Saatgut. Das wird ein Meilenstein in diesem Projekt werden. So, jetzt erstmal schnell das Feld suchen. So, hier haben wir es. So, dann machen wir da auch einen Kurs. Und zwar ist das die 20. Wir fangen im Nordosten an und fahren nach Westen. Jo. Viel Spaß. Und der ist angekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den auf, ich glaube, große Paletten, genau. Einmal drehen. Mit U anschalten. Die vier Holzpaletten kommen einfach hier zur Palettenproduktion hin. So, dann stellen wir den um auf normale Paletten und müssen dann wieder darauf achten, dass wir nur die ersten vier hier nehmen, nicht die. Na. Muss ich da noch näher ran? Eins, zwei. Ganz langsam. Drei. Gut, ausschalten. Dann darf der auf dem Kurs erstmal schnell zurück zum Hof fahren und dann machen wir einen Kurs vom Hof rüber zu diesen Paletten, ja, zu diesem Hafengebiet, sage ich jetzt mal, wo eben die Zellstofffabrik, da ist die Zuckerfabrik in der Nähe, die Fischproduktion und sowas. Da machen wir einfach einen Kurs eben da in die Nähe hin und können dann eben in Zukunft da immer weiterfahren. So. Ich fahre mal selbst. Da machen wir auch einfach wieder so einen Umlaufkurs, nenne ich das ja immer so gerne, eben vom Hof da hoch und wieder zurück. Wir machen den eben auch wieder, das muss ich mir noch mal gucken, wo denn der Kurs endet. So,
Das war einmal zu früh abgebogen, macht nichts. So, der geht hier. Hier startet er, dann starten wir den Kurs nämlich auch hier. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie wir da am günstigsten fahren. Ja, machen wir diesen Zickzack-Kurs, genau. So, Kurs aufzeichnen. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Na? Wir machen jetzt hier, ich weiß nicht, wo ist genau die Einfahrt, da, wir machen hier jetzt einen Wartepunkt, weil dann können wir nämlich im Grunde auch per Curseplay schon das Palettenlager anfahren. Hier ist quasi jetzt so der nächste Parkpunkt, da können wir eben zum einen abbiegen zur Zellstofffabrik oder wenn wir geradeaus weiter müssen, können wir den Kurs im Grunde weiter fahren lassen, beziehungsweise können dann da eben selbst fahren. So, jetzt muss ich nur gucken, ich weiß gar nicht, wo ich die... Ach doch, ich weiß wo. Aha. Paletten sind drin und dann fahren wir den Kurs wieder zurück Richtung Hof. Und dann haben wir im Grunde eben wirklich wieder schon einen weiteren sehr wichtigen Kurs eingefahren für die Zukunft. Weil das nächste, was wir jetzt noch machen müssen, das machen wir in der nächsten Folge, ist Wasser noch hoch zur Zellstofffabrik zu bringen. Und dann kann die nämlich auch anfangen zu produzieren. So, mal gucken, unser Zuckerrüben-Anseher ist auch schön unterwegs. Das nächste, was wir dann machen müssen, dazu brauchen wir hier unseren Fend, ist dann das, ich glaube Feld 1 ist das, das muss
bearbeitet werden. Das sprich gedüngt und gepflügt und angesät. Aber damit werden wir, denke ich mal, die nächsten Folgen beschäftigt sein, weil das nicht so einfach ist, weil das Feld dann doch auch eine Nummer größer ist, also müssen wir uns damit beschäftigen. So, aber meine Freunde, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht wieder. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Kommentar da, schreibt was eben in die Kommentare, macht eine Bewertung, möglichst positiv, abonniert den Kanal. Ich würde mich drüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge morgen wieder. Bis dahin, macht es gut.